Ja, Leute, es ist wieder soweit. Wir haben hier ein neues Set, was wir früher öffnen dürfen. Erstmal ein Riesendank nochmal an Konami. Und ja, wir haben hier die Legendary Duelist Season 3. Und ich weiß nicht genau, welche Karten drin sind. Man kann sich hier schon ein bisschen vermuten, denn hier sind diverse Karten drin, die wir bereits hatten. Also, ich bin gespannt. Ihr seht, ist eine riesen Box. Also sie ist riesig. Vom Farben her könnte sie sogar zur Dezemberzeit theoretisch rauskommen, aber jetzt mal gucken hier. Öffnen wir das Ganze und ui, guckt euch das an. Wir haben einfach hier 8 solcher kleinen Boxen. Ich nehme das Ganze mal raus. Ist ja riesig, ne? So, hier, davon haben wir halt 8 Stück. Ich nehme die mal raus. Bumm. Alter. 8 Stück. Das ist schon eine Menge. Das ist wirklich schon eine Menge. Ui, und wir sehen hier schon, es gibt hier Würfel drin. Also ihr seht es hier, 4 verschiedene Würfel können hier drin sein. Ich finde persönlich den schwarzen hier am geilsten. Aber ja, Synchro ist natürlich auch sehr nice. Und Hero und. Ja, also, die sind eigentlich alle cool. So, packen wir den mal zur Seite. Und wollen hier anfangen, das hier aufzumachen. Mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche Karten hier drin sind. Also, ich kann nur vermuten, also auf jeden Fall was für dunkle Magier. Ist, glaube ich, irgendwie selbsterklärend. Dann wahrscheinlich noch was allgemein für Heroes. Apropos Heroes, wir haben hier erstes Set und da gleich den Hero-Würfel. Ah, schick. Also jetzt so in Rot? Wie doch. Ich finde es immer sehr nice, so Würfel zu haben. Viele haben ja welche bekommen, wenn sie auf einem Groß-Event waren. Und haben dann einen bekommen, einfach, wenn sie halt sich früh angemeldet haben. Und wir haben hier die erste Promo und mystische Elfe, weißer Blitz. Wow, Blue Eyes freut sich da doch. Sehr nice. Immer nur eine Karte drin, naja, genau. Ja, Blue Eyes, let's go. So, fangen wir an mit dem ersten Booster. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Erdgebundenes hier drin, interessant. Wusste ich halt auch nicht, wie gesagt. Also ich weiß hier quasi einige Karten, aber eben nicht alle. Dunkler Geist, das war zum Beispiel zu erwarten. Eine Bakura-Karte, Erdgebunden. Alter, wie viel? Geisternachricht, natürlich. Ne, Bakura darf nicht fehlen, Erdgebunden. Und Magier des Chaos. Und da sage ich es ja, dunkler Magier-Support. Beziehungsweise nicht Support, sondern halt entsprechend hier nochmal drin. Elemental Aufrichter Neos. Das ist auf jeden Fall eine gute Karte, die haben wir gebraucht. Hier mit anderen Lettern, also andere Farbe. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich muss sagen, zum Beispiel diese Farbe sieht jetzt nicht so gut aus, finde ich. Aber es gibt ja noch andere Farben, zum Beispiel hier. Wow, rot. Also so rot und weiß zum Beispiel ist richtig nice. Also wie gesagt, ne, je nach Farben ist natürlich Geschmackssache. Ne? Ich mag rot halt einfach lieber. Ich glaube, das ist einfach der Grund. Ja, Kreis. Ein Held lebt. Sehr cool. Hier legen wir auch mal raus. Sehr gut. Also das... Okay, erstes Pack. Schon super zufrieden. Gefällt mir. So, nächstes Pack. Krass, wusste ich nicht, dass hier... ein Kammer drin ist. Nochmal I. Ich frage mich, ob wir... Warte mal, wir müssen natürlich hier... Wir müssen hier final machen, ne? Also wir müssen hier voll machen. Wir haben schon 2 Buchstaben. Mal gucken, ob wir am Ende es geschafft haben, alles voll zu kriegen. Böse Helden hier auch drin. Okay, auch als Kammer. Nochmal hier. Böser Held. Sehr super natürlich. Sehr gut. Nochmal. Ah, okay. Tuning! Oh nein, ein Rot. Ich glaube, bei Zauberkarten finde ich grün besser. Aber ja, also Stimmen ist halt super gute Karte, ne? Brauche ich drüber reden. Jetzt gerade vor allen Dingen, wo natürlich Jet-Synchron zurück ist, da ist die Karte natürlich super, ne? Also brauche ich drüber reden. Ist eine super gute Karte. Und ey, ich muss sagen, es sind Ultra-Rare. Ist die sehr hübsch. Nächste Karte. Diesmal auf dunkler Magier angelehnt. Hier... den Würfel. Ey, wir kriegen alles, glaube ich, ne? Wir haben gleich alle Würfel. Wir haben gleich Final voll. Ey, ich meine, was will man mehr, ne? Was will man mehr? Was haben wir hier? Und, Kaisergleiter. Natürlich eine schöne Anlegung an Kaiba, aber diesmal mit Effekt. Es gibt ja Kaisergleiter einmal, also beide haben Effekt. Das ist natürlich jetzt eine Verwirrung. Diese hier hat halt eben nochmal zusätzlichen Effekt. Ist ja auch wie bei Deep vom, wie ist das denn nochmal? Duelist from the Deep. Dort sind ja auch diverse Karten drin, die quasi schon so eine Art gab, aber da halt nochmal mit neuen Effekt kommen. Ja, auch cool. Und machen wir weiter. Ich
bin gespannt, was wir noch so ziehen. Oh, F. Das ist super. Oh mein Gott. Wir haben es bald, ne? Also, wenn wir so weitermachen, mit den schnellen... Oh, das, den haben wir schon. Den brauchen wir nicht rauslegen. Und böser Held. Und wir sehen schon. Illusion. Nett. Nett. Auszubildungsmagier. Das ist sehr, 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 sehr cool. Das ist sehr nice. Und, oh, Kaiserin. Jetzt in der Welt, ne? Da weiß ich gar nicht, ob die schon nochmal kam oder ob das erste jetzt Reprint hier ist. Navigation. Ich muss sagen, in Secret Rare sieht die sehr, sehr schön aus. Aquadolphin auch eine super gute Karte natürlich. Achso, ja, wir lassen die Karten einfach drin. Wir brauchen die nicht. So, weiter geht's. Bisher sehr zufrieden. Ich frage mich, ob Souls hier drin ist. Wäre natürlich mega, wenn wir die ziehen würden. Finde zur Fusion und das ist, Leute, das ist auch eine Story bei der Karte, ne? Die Karte wurde auf einem großen Event gespielt von sehr guten Spielern. Dann ist die Karte extrem teuer geworden. Und jetzt, ja, ist sie hier nochmal drin. Finde ich nice. Ja, aber guck mal hier. Also, ich finde, das ist hübscher als rot. Aber ich glaube, in grün... Guck mal hier, grün. Das sieht so gut aus. Also, ja, ich weiß. Die einen sagen jetzt so, die anderen sagen so. Ist halt Geschmackssache. Weiter geht's, würde ich sagen. So. Oh. Also, aufkriegen ist das nicht so einfach, muss ich sagen. Oh, nächster Würfel. Boah, wir kriegen hier echt alle Würfel. Das ist vor allem so flawless einfach. So, nächster Würfel. Oh, ihr seht es jetzt gar nicht. Da, wir haben alle drei. Voll praktisch, wenn man die so rausholt, dann sehe ich die, hier die Special-Karte selber gar nicht. So, und. Verfluchte Todesfurcht. Also wenn das nicht Bakura-Karte schlechthin ist, sehr cool. Also die Karten gefallen mir wirklich. Vor allen Dingen, Alter, dieser Secret Rare Effect ist schon ultra, ultra schick. So, weiter geht's hier. Böse Helden. Also hier sind erdgebunden und böse Helden kriegt man hier auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Und wir haben... Ah, Künstlerkumpel ist ja auch drin. Oh. Yes, Mann! Ah, das ist doch schön. Das wollte ich doch. Seelen der Magier. Super. Oh mein Gott. Oh, einfach zwei. Wie gut. Einfach zwei. Oh, das ist so. Guck mal, so. Und jetzt? So, jetzt hier in die Kommentare. Was findet ihr schöner? Mit dieser Schrift oder mit dieser? Ich muss sagen, ich finde es mit dieser Schrift schöner. Oh, wie gut einfach. Wie gut. Einfach doppelt. Okay, ich bin happy. Mehr wollte ich nicht. Ich bin zurück. Oh, Gesicht des Todes ist auch hier drin. Das ist auch eine super gute Karte. Gerade halt theoretisch mit Spellbook, wenn wir Spellbook of Judgment wieder haben. Super gute Karte. Und wir sehen hier, das ist, die normale Ultra Rare ohne Farben. Und hier muss ich aber sagen, ist Rot wieder sehr hübsch. Also ihr merkt, ich schwanke da auch von Karte zu Karte. Es muss halt passen, ne? Ich meine, wenn das Artwork ein bisschen heller ist, dann sind natürlich so dunklere Farben, sehen natürlich dann zu hellen Karten nicht so gut aus und umgekehrt. Also ist natürlich, was haben wir jetzt? Andere Würfelfarbe und, wir haben wirklich alle Würfel. Hä, super. Vier aufgemacht, vier Würfel. Ich meine, was will man mehr, ne? So. Schaffen wir das Playset Souls. Oh, die dunkle Magier. Oh, sehr gut. Hat ja auch einen Starlight Rare Print bekommen. Jetzt hier nochmal ein Secret Rare drin. Sehr nice. Also, jetzt kann man sie auf jeden Fall sehr gut bekommen. Wir würfeln hier mal raus. Wir haben hier wieder böse Held. Schädelsummer. Speedless Grüßen. Und. Oh, L fehlt uns noch. Ja, L fehlt uns noch. Das A fehlt uns noch. Oh, Sangan. Sangan in Ultra Rare. Sehr hübsch. Sehr cool. Gefällt mir. Boah, schnell die Synchro. Ui. Aber da weiß ich gar nicht. Ah, Ziegespalt mit der Schrift. Schwierig. Und, Renny hat auch einen Reprint hier drin. Okay. Und, auch hier drin. Wichtig. Ja. Alter, ich bin überrascht. Ich wusste gar nicht, dass Sangan hier drin ist. Ja, nice. Oh, jetzt sind mir die fast rausgefallen hier. Weiter geht's. Erdgebunden. Ich glaube, von Erdgebunden haben wir jetzt so gut wie alles. Ach, Oberste Königs ist hier auch drin. Böser Held und... nochmal. Boah, böser Held ist halt so hübsch. So hübsch. Und auch zweimal. Und
Oh, dunkle Todesfurcht. Jetzt haben wir die Verfluchte und die normale. Super. Ja, wir suchen natürlich noch ein A. Damit wir final voll haben. Es wäre natürlich sehr ironisch, wenn wir das im letzten Pack kriegen würden. Okay, wir fangen hier an, diesmal mit den orangenen Würfel. Warum auch nicht? Mal gucken, ob wir jeden zweimal kriegen. Das wäre natürlich... Oh, jetzt habe ich mich leider gespoilert. Oh, die dunkle Magie. Nochmal. Ja, wie gesagt, ne? Ist so ein schickes Artwork. Ist so ein schickes Artwork. Da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Weiter geht's. So. Ed gewonnen. Oh nein, oh nein. Und ich... Oh, ah, ah! Wir haben es komplett. Wir haben final komplett. Grümmelform auch hier drin. Sehr gut. Böse Held nochmal und, zweimal. Wir haben es aber auch mit den Doppelten hier. Ja, Leute, und jetzt ist ja klar, ne? Ja, genau. So. So. Wo ist das? F, da. So, Leute. Das war's. Vorbei? Nein, natürlich nicht. Aber nice. Komplett. Aber krass, ne? Wir haben F auch nur einmal bisher. Ich glaube, wir hatten nur A bisher. Nee. Hatten wir. Nee, welchen Buchstaben hatten wir doppelt? Ich glaube, das L hatten wir doppelt, ne? Und hatten wir jetzt auch schon. Oh, Kombination der Magier. Ah, also das sieht wieder hübsch aus. Sieht ultra hübsch aus. Und Magier des Chaos in Rot. Ah, ich kann mich echt nicht entscheiden. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Venom! Oh, Fusionsdrache einfach hier drin. Das ist überraschend und das ist gut. Das ist gut. Gerade für Super Poli. Eine sehr gute Karte. Sehr gut. Aber natürlich, passt natürlich sehr gut, weil wir hier die Predator Plant Karten drin haben. Obwohl er selber natürlich kein Direkter ist, oder? Nee, er ist, glaube ich, kein Direkter, ne? Jetzt habe ich ihn verloren. Nee, Hungergift Fusionsdrache, genau. Er selber ist kein Predator Plant. Geh auf. Stopp. Jetzt haben wir Helden. Bisher alle einmal doppelt, was sehr gut ist. Weil wir wollen alle am Ende einmal zweimal haben. Und, oh, Drachenritter Seelenspeer. Also, vom Artwork her, eine 10 von 10. Alter, der Secret Rare Effekt, der ist ja mal so Hammer. Ich glaube, man erkennt es gar nicht so gut auf der Kamera. Alter, der Effekt ist ultra gut. So, weiter geht's. Böse Seelen. Wieder erdgebunden haben wir jetzt. Oh, finstere Zauberruf. Ich glaube, das erste Mal, was wir die gezogen haben jetzt. Und L und... Oh, Gold. Ja, komm. Gold. Wichtig. Böse Heldenkarte. Sehr gut. Ja, passt halt sehr gut zum Thema. Haben wir das auch. Noch ein böse Held. Sehr gut. Und nochmal böse Helden. Und nochmal ein Kamen. Auch sehr, sehr wichtig. Also das freut mich wirklich, dass die hier drin ist. Weil einfach, ja, die Karte war, meine ich, vorher eine Secret Rare. Und jetzt halt, ist sie halt eben leichter zu bekommen. Sehr gut. Gehen wir zur nächsten Karte über. Oh. Und was haben wir hier? Was haben wir hier Schönes? Böser Held. Centella. Und, nochmal böser Held. Ah, wir zoomen. Oh, auch nochmal. Alter, super. Legen wir mal raus hier. Das sind wirklich gute Fusionsmonster, die man spielen kann. Ja, also Seelen der Magier. Wo bist du? Ich brauche dich noch einmal. Oh, ja! Ja! Okay, wir haben ja gleich alle. Fehlt nur noch Neos. Fehlt nur noch Neos, dann haben wir alle zweimal. Das wäre natürlich eine 10 von 10. Und, oh, das ist hübsch. Schwungvoller Soldat. Spielt man ja auch in Heroes, meist einmal. Oh. Sehr, sehr cool. Also, boah. Bisher sehr happy. Sehr happy. Jetzt noch einen dritten Seelen der Magier, dann... Oh, ein F. Wir haben es vielleicht doch zweimal komplett am Ende. Magier, und dann erst... Oh, ach, der ist ja auch drin. Ach. Ach, guck mal an. Also, wie gesagt, ne? Ich kenne nicht alle Karten hier raus. Und bin da halt... Also, es ist wirklich unglaublich, so ein Gefühl zu haben. Du öffnest ein Pack und weißt nicht, was alles drin sein kann. Es ist halt... Einfach super. Und... Zweite... Das ist auch sehr gut. Zweite. Und. Oh, dunkles Magiermädchen. In diesem Artwork. Oh, schick. Auch hier drin. Oh, auch hier drin. Also war klar, aber ich wusste nicht, dass die jetzt hier als Kamen drin ist. Und. Ja, perfekt. Also für dunkle Magier ist hier wirklich
alles drin. Ich finde es ironisch, dass noch eine Karte quasi indirekt für Blue Eyes drin ist. Oh, und wir haben es komplett. Alle Würfel zweimal. Ich meine, was will man mehr? Wir können jetzt gleich die Würfel nochmal angucken. So, letzten zwei Packs. Und als Promo. Oh, die dunkle Magier. Da haben wir auch Playset komplett. Ey, das ist ein Zeichen. Jetzt Seelen. Seelen der Magier. Komm, bitte. Seelen der Magier. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Wir haben hier Raub. Oh, Playset! Yes! Das ist super. Okay, das ist super. Das ist, okay. Da freue ich mich jetzt auch mega drüber. Komm, noch ein Seelen. Ist crazy, ne? Beide in ein Set und dann ein, zwei. Nein, scheiße, Synchro. Egal, egal. Ich kann mehr als zufrieden sein. Das ist wirklich, also wirklich, wirklich super. Also nächstes einmal, ja warte, wir müssen das jetzt mal irgendwie hier, ah, das ist gar nicht so einfach jetzt. Wir haben das sehr, sehr, sehr offen hier hingelegt. Müssen wir das mal eben hier, ups, zusammen machen. Boah, sind aber auch viele Karten, ne? So, 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 so. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Hell lebt jetzt nicht rausgelegt habe. Zunächst einmal, wie gesagt, wir haben alle Würfel einmal. Also zweimal. Dann haben wir halt Final, was auch sehr, sehr cool ist. Einmal das. Dann Hell lebt es hier drin. Fusions- und Raubpflanze, was sehr, sehr gut ist. Gefällt mir sehr. Dann haben wir bei den Promos hier die dunkle Magie dreimal. Why not? Hätte mir dann auch gerne das Soulstime gegeben und dann die anderen. Und dann Ultra Rare. Ultra Rares beziehungsweise mit unterschiedlichen Farben. Können wir durchgehen. Sangan, sehr cool hier drin. Wie gesagt, das ist super. Einfach dreimal. Finde ich super. Dunkles Magiermädchen ist natürlich auch nice. Viele mögen das Artwork ja sehr gerne. Neos, tipptopp. Gold, tipptopp. Brauche ich nicht drüber reden, ne? Also ich brauche eigentlich nicht drüber reden. Nochmal Neos. Ey, wir haben Neos durch dreimal gezogen. Ist auch super. Ja, mein Highlight persönlich. Und Tuning. Tuning ist auch super gut. Wieder dreimal. Sehr cool. Nochmal böse Held. Sehr gut. Für dunkle Magier. Das ist die dritte. Dann auch Illusion ist sehr, sehr gut. Passt natürlich super mit Soul zusammen. Ja, und das war's das Ganze. Ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wieder schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe mögt ihr am liebsten. Und ich wünsche euch jetzt natürlich noch einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.